Wer keinen Wein trinkt, dem entgeht viel Genuss. Diesen Zitat von Joachim Ringelnatz stimmt Frank Röder bestimmt zu. Als ausgebildeter Master of Wine zählt er zu den anerkanntesten Weinexperten der Welt. Also Master of Wine, das ist ein Institut aus England, in London ansässig, seit über 60 Jahren, entstanden aus dem britischen Weinhandel, die einfach eine Qualifizierung schaffen wollten und haben das dann aber auch sehr hochgleich angesiedelt, vergleichbar mit einer akademischen Ausbildung und gilt als schwierigste Weinprüfung der Welt. Und in den letzten 60 Jahren haben das gerade einmal 350 Personen weltweit geschafft. Wein war nicht immer das Lieblingsgetränk von Frank Röder. Doch bei der Entdeckung der Leidenschaft war Liebe im Spiel. Ja, das habe ich eigentlich meinem Schwiegervater zu verdanken. Der hat immer in Frankreich auf Montage gearbeitet und war damit vertraut, zu jeder Mahlzeit auch ein Glas Wein zu trinken. Er hat das zu Hause übernommen und als ich dann in die Familie hineinkam, habe ich das kennen und schätzen gelernt und somit meine Liebe zum Wein entdeckt. Längst hat der Experte seine Passion zum Beruf gemacht, mit einem eigenen Weinhandel in Völklingen. Ja, WIF, hat sich auch in den letzten 25 Jahren verändert, entwickelt. Wir hatten ursprünglich nur italienische und französische Weine, daher auch der Name WIF, Vin Italien et Français oder Vini Italiani et Francesi. Und wir haben das Sortiment immer weiterentwickelt. Heute spielt deutscher Wein eigentlich die Hauptrolle in unserem Sortiment. Also wir passen uns da dem Markt auch an. Sind mehrfach prämiert als bester Weinladen im Saarland, bester Weinhändler Deutschlands, auch schon von der Weinwirtschaft ausgezeichnet, bester Fachhändler. Und entwickelt uns Jahr für Jahr weiter, wollen immer besser werden und kennen alle Winzer, die wir im Sortiment haben. Ich war persönlich auf jedem Weingut vor Ort, prüfe jeden Jahrgang, bevor ich ihn einkaufe, sensorisch. Daher auch meine riesen Verkostungserfahrung. Ich verkoste im Jahr zwischen 3.000 und 5.000 verschiedene Weine, um einfach das Produkt zu bestimmen, qualitativ zu prüfen, ob ich es dann ins Sortiment integriere oder nicht. Frank Röder, der sich mit Radfahren und Golfspielen fit hält und auch mal gerne ein Bier trinkt, gibt sein Wissen unter anderem auch bei Tastings weiter. Dabei erklärt er, worauf es beim Verkosten ankommt. Ja, also man lässt den Wein im Glas ein bisschen kreisen, damit sich die Aromen entfalten. Die Aromen sind ja flüchtig und die will man ja riechen. Und dann geht man auch mit der Nase dicht ins Glas hinein, weil man will das ja optimal wahrnehmen. Deswegen sind die Gläser auch alle so ein bisschen konisch zulaufend, damit sich die Aromen genau dort sammeln, wo die Nase hingeht. Ja, also ja, ruhig die Nase tief reinstecken und dann auch nicht einfach so nur mit der Nase drüber riechen, sondern schnüffeln, so wie ein Hund schnüffelt eigentlich. Ja, so. Erst dann bekommt man durch die Verwirbelung der Aromen hinten am Gaumen, im Rachenraum, bekommt man eigentlich die Aromenvielfalt erst richtig mit. Während manche vielleicht nur zwischen schmeckt und schmeckt nicht unterscheiden können, sind Nase und Gaumen von Frank Röder aufs Feinste geschult. Ein sehr schönes Bouquet nach Apfel, Frucht, zarten Zitrusnoten, Blütenduft ein bisschen hinten dran, nussige Aromen und ein typischer Chardonnay aus Burgund mit einem sehr attraktiven Bouquet. Sehr saftiger Fruchtauftakt, intensive Apfelfrucht, wiederum viel gelber Apfel, eine schöne, verspielte, reife Säure, die den Geschmack trägt, eine zarte Mineralität hintendran, ein Wein, der auf der einen Seite Frische zeigt, auf der anderen Seite aber auch eine tolle Struktur hat, zarte Mineralität hintendran, er hat einen perfekten Körper, ausgewogen zwischen Kraft und Feinheit, zwischen Fülle und Filigranität, ein Wein, der einfach Riesenspaß macht. Eine Frage bekommt Frank Röder oft gestellt. Was ist ein guter Wein? Oh, schwierige Frage. Keine einfache Antwort möglich. Ein guter Wein ist ein Wein, der als allererstes mal schmeckt. Aber die richtig guten Weine, die schmecken nicht nur so, sondern die berühren auch. Die berühren die Seele, die fordern den Geschmack heraus,
die begeistern, die faszinieren, die facettenreich sind, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.